Schalke-Fans heute Abend hier. Toller Verein, Glückwunsch, und ich war auf eurer Seite letztes Jahr. Gelogen, aber okay. Und Schalke hat eine fantastische neue Arena eingeweiht am Montag. Auf Schalke, 40 Milliarden Mark hat allein die Rasenheizung gekostet. Dr. Udo Brömmer, unser Abgeordneter, war für Sie und für uns vor Ort. Wir werden das nachher ausführlich würdigen. Und das Dach wurde geschlossen. Es soll kuschelig warm werden, wenn das Dach zu ist, habe ich gelesen. Ist das so? Waren Sie da? Und man hat einen Aufprall gehört. Das war Jürgen Möllemann. Und der Rasen kann rausgefahren werden. Innerhalb von 6 Stunden kann der Rasen aus dem Stadion gefahren werden. Und das ist toll, weil das soll auch während des Spiels gemacht werden, wenn Schalke so weiterspielt wie bisher. Dach zu, Mannschaft draußen und drinnen Spiel pur. Dann. Ein ernstes Thema, meine Damen und Herren. Unser deutsches Bestattungswesen ist in der Krise. Es sterben weniger Menschen als erwartet. Muss man auch mal so sehen. Es sind Arbeitsplätze, die da dran hängen. Und es ist statistisch erwiesen, viele dieser Menschen können nicht gar nicht mehr sterben, denn sie wissen, die schwere Zeit, die Kriege und so weiter, da sind viele schon. So ist das statistisch. Das klingt, ja, das klingt hart, aber jetzt ist genau wie mit der Rentenversicherung. Jetzt kommt das alles zum Tragen. Und es gäbe eine Möglichkeit, dem Bestattungswesen zu helfen, finde ich. Entweder wir kriegen in Deutschland eine Epidemie oder die T-Aktie geht unter 10 Euro. T-Aktionäre hier, ich glaube, heute war ein Tag zum Nachkaufen. Kann man schon wieder Bayer kaufen? Es klingt hart, aber so ist die Börse. Wenn ein Unternehmen ein bisschen, nicht auf Talfahrt ist, aber sich leicht abwärts bewegt, ansteigendem, bingo! Denken Sie, wie es am neuen Markt war. Alles wieder oben, diese Werte. Oder? Es wird nicht lange dauern, dann sehen wir Bestattungsunternehmer abends in unserer Stammkneipe mit dem Satz, wolle Lilie kaufe. Dann. Die Zeitschrift Ökotest hat herausgefunden, und bitte Warnung, vereinzelt kann es in Eisdielen zu Bakterienbefall kommen. Im Eis. Keime. Nicht in allen Eisdielen, in den meisten eigentlich nicht, aber es kann vereinzelt. Der Ökotester hat es gemerkt, als er einen Bart weggezogen hat über dem Eis. Keime. Teilweise sind so viele Bakterien im Eis, ja, die spielen unter diesem kleinen Schirmchen schon Beachvolleyball. Eine völlig neue Bedeutung, das heißt, hey, Vorsicht, dein Eis läuft. Wissen Sie, wie ich vorbeuge? Ich kaufe nur Eissorten, die ganz nah am Verkäufer dran sind, an diesem Tresen. Ja? Damit er nicht die Chance hat, wenn er vorne holt, Achselhaare reinfallen zu lassen. Körper. Heute Abend, meine Damen und Herren, hier zwei Traum. Gäste. Mein erster Gast ist bereits eine liebe und enge Freundin unserer gepflegten kleinen Familienshow. Und sie ist eine strahlende, werdende Mutter und sieht noch schöner aus, als es eh schon der Fall ist bei ihr. Heute Abend bei uns das Supermodel Emma Schöberg. Und mein zweiter Gast, ein attraktiver junger Mann. Zum ersten Mal bei uns einer dieser jungen, dynamischen Kollegen von MTV, dem Weltmarktführer für laute Musik mit elektronischen Gitarren. MTV-Moderator Markus Schulze. Was ist unser Thema? Dr. Brömmer auf Schalke. Richtig. Und das ist ein Besuch gewesen, meine Damen und Herren, der gezeigt hat, man kann die Menschen im Herzen erreichen, wenn man ihre Sprache spricht. Unser Landtagsabgeordneter Dr. Brömmer war zur festlichen Einweihung der Arena auf Schalke, Und hier ist sein Bericht. Das ist RAN. RAN läuft auf Sat.1. Als astreine Serviceleistung hat der Sender die Premium-Show auf die kundenfreundliche Zeit Samstagabend um 20.15 Uhr verlegt. Doch leider gibt es in unserem Lande ein paar notorische Miesmacher, denen das mal wieder nicht schmeckt.
Von bedeutenden Spitzenkräften des Kuschelsenders flehentlich um Hilfe gebeten, erklärt sich Dr. Udo Brömme bereit, das deutsche Volk endlich für die neue Sendezeit von Sat.1 RAN zu begeistern. Montag, der 13. August. In Gelsenkirchen soll eine Mehrzweckhalle eingeweiht werden. Dr. Brömme ist als Ehrengast geladen. Brömme weiß, hier ist der richtige Ort, um für sein Anliegen zu werben. Brömme liebt Gelsenkirchen, verbindet er doch mit der Stadt süße Erinnerungen an wunderschöne Bordellbesuche. Und die einladende Fußgängerzone Gelsenkirchens ist ein hervorragendes Pflaster für Brömmes Überzeugungsarbeit. Männer und Frauen, Bürger von Gelsenkirchen, ich muss zu Ihnen sprechen, mein Name ist Dr. Udo Brömme und es ist wichtig. Bitte schauen Sie am Samstagabend um 20.50 Uhr die Sendung RAN mit Jörg von Torra. Geboten werden Spiel, Spaß und Spannung bis zum Erbrechen. Jeder kommt auf seine Kosten, meine Damen und Herren. Es ist wichtig. Ich bitte Sie inständig, schauen Sie am Samstag um 20.15 Uhr die Sendung RAN. Mein Name ist Dr. Udo Brömme, ich bin Landtagspolitiker und ich weiß, wovon ich spreche. Eine Frage, was schauen Sie um 20.15 Uhr? Gar nichts. Liegen im Bett. Sie liegen im Bett, warum? Was schauen Sie am Samstagabend um 20.15 Uhr? Auf jeden Fall kein Fußball. Warum? Sind Sie etwa eine Memme im Waschlappen? Wollen Sie keinen Sport gucken? Was? Falsch. Wenn ich Sport gucke, dann gucke ich nur Sport. Und zwar ist es Karate und Judo. Oh, dann gehe ich jetzt besser mal Karate und Judo. Aber Brömme bleibt am Ball. Es kommt zu einem harten, aber fairen Schlagabtausch der Argumente. Denn wie sieht es bei ihm am Samstagabend um 20.15 Uhr aus? Wird der Sport geschaut? RAN mit Jörg von Torra, diesem hervorragenden Moderator. Nein. Sie sind kein Fußballfan? Doch, aber das ist mir zu spät, 20.15 Uhr. Ja, da gehen Sie schon schlafen. Nein, darum ist ja das Thema. Ja. Es wurde lange genug in der Presse gar nicht diskutiert. Und wenn ich die Spiele weiß, die Ergebnisse schon weiß, dann ist es uninteressant, ranzugucken. Dann das guckt man einen anderen interessant Sender. Ist denn vor allen Dingen auch, es geht, wenn bunte Abende sind, oder? Ja. Dann will die Frau gucken. Ja. Und ich weiß die Ergebnisse und dann kann ich ab und zu mal umschalten nach Sportstube. Ja. So, dann lassen Sie also Ihre Frau entscheiden, was am Samstagabend um 7:15 geguckt nicht wird. Nicht direkt, wir stimmen das. Es wird abgestimmt, diskutiert und am Ende entscheidet die Frau. Ja. Also wie es in jeder normalen deutschen Familie ist. Ja, nehme ich an. Ja. Ja. Sport interessiert mich nicht, die Bohnen, vor allen Dingen nicht Fußball. Ja. So, tschüss. Da hat er nichts zu melden. Nein, aber wie gesagt. Jetzt geht's, ne? Also die hat schon die Hosen an, oder? Nein. Ich bleib ja trotzdem stehen. Zum Glück gibt es in deutschen Ehen aber auch noch harte Kerle, die sich beim Thema Fußball durchzusetzen verstehen. Sie sind sicherlich auch leidenschaftlicher Fußballfan. Davon gehe ich doch mal stark aus, oder? So ein Zwischending. Ja, so ein Zwischending. Und Sie, Frau Kamp, wahrscheinlich auch. Ja. Ja. Sie haben es gehört, Samstag 20.15 Uhr, es gibt krachenden Ehen wegen des Termins. Ja. Wie sieht das bei Ihnen aus? Nein, bei uns nicht. Sie haben sich darauf geeinigt, Sie schalten ein, Sat.1. Er darf. Und um 20.15 Uhr, er darf. Ja. Er darf. Also er darf auch die ganze Sendung sehen. Mhm. Ja. Und dann guckt er denn am Sonntag auch gerne mal Fernsehen, Fußball? Guckt er auch mal gerne, ne? Ja, dann guckst du immer. Aber am Samstag darf er dann auch, ja? Ja. Ja. Und wenn er am Freitag will, darf er dann auch mal gucken? Ja, ne? Er ist wahrscheinlich ansonsten leicht in der Pflege, also da braucht man nicht wieder gucken. Ja, dann darf er dann auch am Samstag mal Fußball gucken, ne? Ja. Mhm. Was ist er denn so? Er isst alles, ja. Ja. Dann darf er auch mal Fußball gucken, ne? Ja, das ist schon schön, ne? Ja, dann würde ich sagen, das ist doch, hört sich doch prima an. So sollten doch deutsche Familien heutzutage beschaffen sein. Da herrscht Harmonie. Dann darf er auch mal, ne? Ja. Aufwechsel. Auf Schalke. Dr. Udo Brömme ist ein Meister der gepflegten Gesprächsführung. Es ist ihm ein einfaches, dies bei jeder sich bietenden Gelegenheit unter Beweis zu stellen. Mann, der so eine Pfeife bedienen kann. Das ist ein super Typ, der guckt um 7:45 am Samstagabend. Ran! Nee, aber ich glaube, das ist verkehrt. Ihr müsst an die Familie denken. Was? Das ist nicht gut. Was heißt denn hier an die Familie denken? Ja, nee, um 7:45 guckt keiner mehr Fußball von den Männern. Warum? Ich sage ganz ehrlich, ich habe gestern und vorgestern nicht vor und Samstag die Spiele nicht angeschaut, weil ich einfach familiäre Verpflichtungen hatte. Familiäre Verpflichtungen heißt, am Samstagabend um 7:45 ist beim Weichei ein Waschlappen und sagt, Mutti, du bestimmst, was im Fernsehen kommt und sagst immer, ich bin ein Mann, ich drücke Sat.1 an. Mein Gott, Mama, hab doch mal ein bisschen Mumm. Aber das würden Sie auch privat auch nicht. Du willst doch nur Thomas Gottschalk gucken, Mann. Nein, nein. So sieht's ja auch.
Ich gucke mir mal lieber mit Thomas Gottschalk mit meiner Frau an. Also liebe Freunde, wir wollen da mal zusammen. Ihr müsst das ändern. Ihr müsst das ändern. Wirklich. Ihr seid ein super Sportredaktion. Ihr müsst euch ändern. Ihr müsst endlich mal wieder Kerle sein. Schalker. Wir sind schon Schalker gewesen, aber ich hab eins noch gar nicht am Leben gerufen. Wenn ich vom Fußballplatz komme, mit einem Fremden. Bist du denn eigentlich? Da musst du sagen, als Maul, ich gucke jetzt das Eis. Ich bin einmal. Da musst du sagen. Bist du ein Mann, du? Ich will meinen Fußball um 5 oder 6 gucken und um 8 Uhr gehe ich in die Disco. Du kannst doch einmal. Warum denn nicht? Aber Schalke um 5 oder 6 sehen wollen und nicht um 8 Uhr. Die Disco fängt jetzt um 10 Uhr an. Ich habe ein Argument. Ihr seid mal wieder Luftballons. Wenn ihr um 7:45 Uhr guckt, ja? Nee, wir wollen das nicht. Die alten Zeiten hier. Wir wollen Schalke um 17:05 Uhr. Das ist kein Argument! Jetzt hat doch mal! Wir wollen wirklich nicht mehr um Filme. Wir haben ja nichts gegen euren Sender. Ihr wollt ja um Filme. Ihr macht das super. Aber der Jörg von Torra ist ein feiner Kerl. Super Typ. Der macht nicht nur Sport, der macht Unterhaltung, der kann tanzen, wenn er sich die Beine rasieren würde. Die Zeit ist vorbei. Du brauchst das Geländer nicht! Mein Gott, du Mann! Ich bin echt enttäuscht! Ich bin enttäuscht! Nein, ich bin enttäuscht! Lass mich doch in Ruhe, ihr seid doch alle nicht ganz richtig! So anregend dieser kleine Plausch mit dem Plebs auch war, Brömme zieht es zu seinesgleichen. Hier in der glitzernden Welt der Entscheidungsträger ist sein wahres Zuhause. Herr Clement, 7:45 am Samstag, was machen Sie da immer? Das kommt darauf an, wenn ich Zeit habe und keine Termine, dann schaue ich Fußball. Ich bin ja jemand, der genauso Fußball interessiert ist wie Millionen andere. Herr Clement, als Geist, Dankeschön. Wollen wir mal? Wir sehen uns in der Bierbar. Tschüsschen. Man muss es mal offen aussprechen. Dr. Udo Brömme und seine einflussreichen Freunde haben in all den Jahren ihrer aufopferungsvollen Tätigkeit eines erkennen müssen. Manchmal muss man die Menschen zu ihrem Glück zwingen. Als politischer Philosoph weiß er ganz genau, dass der Bürger manchmal nicht versteht, was gut für ihn ist. Aber es ist richtig und segensreich, in einem Stadion mit Sauna-Atmosphäre Fußball zu genießen. Und eigentlich lieben die Menschen Dr. Udo Brömme auch für seinen Weitblick. Dankeschön! Sat 1, der Meistersender der Herzen! Dr. Udo Brömme wird weiter für Sie und Ihre Anliegen kämpfen. Er hat schon. Dr. Brömme hat, glaube ich, schon zwei Ziele in der engeren Auswahl. Ja. Eines ist ganz hier in der Nähe. Wir sollten es noch nicht verraten, damit die Verantwortlichen keine Gelegenheit haben, sich zu präparieren und vielleicht Akten zu vernichten. Und das andere ist in Bayern. Ja. In Bayern. Mhm. Ist Bayern oder schon Salzburger Land? Dann ist Bayern. Nein, das ist Bayern. Bayern. Berchtesgaden ist ja Bayern. Ja, genau. Ja. Warst du da? Du warst in Italien im Urlaub. Ich habe in Italien Urlaub gemacht. Willst du mal Urlaubsfotos sehen? Hast du welche mitgebracht? Ja, ich habe Urlaubsfotos dabei. Nein! Doch, die wollte ich auf Ex gestern schon zeigen. Ach richtig, und da kamen wir ja nicht dazu. Ja, aus Italien, wo in Italien? An der Adria, in der Nähe von Venedig. Ein Traum. In der Nähe von Venedig? In der Nähe von Venedig. Wie ist Venedig im Sommer? Heiß. Heiß. Voll? Ja. Ja, aber nicht so voll, wie manche sagen. Also es ging. Aber nicht so voll, wie manche sagen. Nein, weil manche stinkt doch. Viele sagen ja, es stinkt da, es stinkt gar nicht. Überhaupt nicht? Nein. Es soll in Venedig stinken? Naja, nach fauligem Wasser, aber es stinkt gar nicht. Wieso? Denn das gehört ja auch mit dazu, das ist ein bisschen Flair, ein bisschen Atmosphäre. Es stinkt gar nicht. Ich habe gehört, die beste Zeit für Venedig sei der November. Ja, aber das ist so ein kitschiger Haarnebel, das ist doch Quatsch, da sieht man ja nichts. Also, im Sommer nach Venedig? Ja, ja, gut, naja, da ist die Biennale, also das ist ganz toll. Das wäre natürlich wieder ein Grund hinzufahren, die Biennale. Ich war auch auf der Biennale. Willst du mal ein Foto sehen? Ja, zeig mal. Was ist das eigentlich? Das ist diese Kunstmesse, diese große. Ja, genau. Das ist, das ist der deutsche Pavillon. Und, wo? Das ist, bitte? Wie? Das ist in Biennale? Das ist in der Biennale. Das ist der deutsche. Da gibt's ja, aber zeig doch mal die Bilder. Ich meine, diese Bilder. Ja, das ist kein Bild. Da hängen auch keine Bilder. Heutzutage hängen wir keine Bilder mehr auf. Da ist ein Haus drin. Das war nur eine Tür jetzt. Ja, das ist von außen, ja. Ja, da muss man reingehen und dann sieht man in dem Haus aber auch ein Haus.
Von Gregor Schneider, da hat er den goldenen... Ja, da kann ich doch zur Musterhausbesichtung nach Karlsruhe fahren. Nein, das im Haus ein Haus sehe. Ja. Das ist diese Kunstausstellung? Nein, da gibt es ja ganz viele Pavillons. Venezuela hat einen und Brasilien und Belgien und Spanien und Italien. Und das ist der deutsche Pavillon. Und da wurden früher auch Bilder ausgestellt, aber jetzt ist da andere Kunst drin. Installationen. Ist eine Installation, ist eine Installation. Das ist so Badewanne und so in der Richtung Fett und alte Kabel. Das ist auch in Venedig, da hat es geregnet. Zeig mal. Das ist aber doch schön. Es hat was. Was ist das für ein Brunnen? Hat er so einen Namen? Ja, das ist der Brunnen am, da oben steht, wie der Platz heißt. Da oben steht, wie der Platz heißt. Platz Campo San Cassan. Ja, Campo San Cassan. Der ist bekannt. Da sind die Stühle, da sitzen natürlich normalerweise Leute, wenn da nicht Regen ist, oder? Ja, ich habe da ja auch gesessen. Während des Regens? Ja, das war so überdacht, das war ganz schön. Tropft es einem da nicht so irgendwie aufs Essen oder so von dieser Abläufe von den Markisen? Nö, heißt doch Markisen? Nee, das war davor, lief das runter. Man konnte da sehr trocken sitzen. Das war schön. Das sieht schön aus. Und wie heißt der Platz hier, Casana? Bitte? Platzo Casana, weil ich war häufig mal in Venedig, möchte ich nächstes Mal auch mal hin. Platzo Casana. Platzo oder Piazza? Campo. Campo San Cassan. C-A-S-S-A-N. Campo San Cassan. Und guck mal, hier ist eine Gondel. Das ist also der Vorderteil. Da fahren wir gerade unter einer Brücke durch. Oh, das ist ja toll. Und das ist jetzt ganz interessant. Da gibt es ein Schild, da dürfen nur Gondeln fahren. Dafür ist es ja Venedig berühmt. Ja. Singt der Gondoliere auch? Nee, das muss man extra bestellen. Aha. Ja. Das ist ja wie bei Premiere World. Wo man vorher schon anruft und sagt, möchte ich spielen. Man kann das, also die Gondelfahrt kostet ungefähr 120 Mark. Und das dann, geht. Für wie viele Personen? Für 4 Personen. Wie lange? 40 Minuten. Naja, ist auch nicht gerade billig. Nee, natürlich nicht. 120 Mark für 40 Minuten. Ja. Und aber auch was ganz Schlimmes habe ich aber auch gesehen. Und zwar in einem Supermarkt. Ich wollte halt gucken, ob es da einen schicken Chianti gibt oder einen Pinot Grigio so zum Mitnehmen. Oder einen schönen Suave. Ja, oder einen schönen. Oder einen herben Weißen, wie wir immer bestellen, der Kneipe. Ja, ohne viel Säure. Und da habe ich was ganz. Das steht da wirklich meterweise in den Regalen. Hier, so Wein steht da. Da war ich echt geschockt. Ja, ist wirklich wahr. Moment mal. Ja, also ich war echt geschockt. Das gibt's ja nicht. Ja, da steht auch weder drauf, von was für einem Jahr oder was das für ein Wein ist. Da steht einfach nur Führerwein und der Führer und... Führerwein? Ja, in Norditalien. Also es ist echt unglaublich. Ja, das sind doch unsere Freunde, unsere Partner, unsere demokratischen Verbündeten. Also ich habe auch die ganze Zeit mich gefragt, warum das nicht verboten ist. Aber... Ja, was heißt denn Führerwein? Hast du mal probiert? Na, natürlich nicht. Ja, wieso? Ich meine, nur wenn jemand Führerwein... Das ist ja eine weitere eine Frage. Ist jemand ein Nazi, wenn er Führerwein trinkt? Ich wusste nicht, dass es Führerwein gibt. Nee, es ist eigentlich skandalös und empörend, auch ja, den Führer oder Hitler überhaupt mit Alkohol in Verbindung zu bringen. Nein, weil das ist ja sozusagen doppelt schädlich. Also, ja. Das gibt's ja nicht. Ja, aber der. War das ein spezieller Supermarkt? Nein, ganz normal. Da gab es irgendwie Gemüse, Obst. Hast du Menschen gesehen, die das gekauft haben? Nein. Also auch die Autoren haben gesagt, warum hast du nicht einen mitgebracht? Aber mir war das zu peinlich, an der Kasse mit dem Führerwein zu stehen. Naja, also... Du hättest dir einen gekauft? Ich weiß es nicht, aber... Natürlich, da gab es auch noch andere Weine. Das ist natürlich komisch, wenn du... Mich hätte mal interessiert, wie der schmeckt. Ja, weiß ich nicht. Hier, also mit Eva Braun gab es den noch. Und auch mit anderen Motiven. Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Ja. Also das ist aber, glaube ich, verboten. Das darf man in Deutschland gar nicht sagen oder schreiben. Ja, zu Recht, und das ist natürlich. Also wirklich, ich kann das ja auch noch zum Beweis. Also das war, ich bin da nicht hingefahren und habe das der ganze... Also hier gibt es auch Che-Wein, ne? Also insofern, das zeigst du wieder jetzt. Ja, das heißt doch, natürlich, die ganze politische Palette an Alkoholikern wird bedient. Ja, aber jetzt guck dir mal die ganze Wand an. Also da ist so ein bisschen Che. Und was ist denn neben dem Che-Wein? Kann man das auch erkennen? Da ist, glaube ich, so ein Schäferhund, da steht auch was Böses drunter. Was denn? Von Vin Pada. Und was ist das unten für Wein? Im unteren Regal? Da drunter. Nochmal wieder Hitler, oder? Nein. Ja, das ist Sieg Heil-Wein. Sieg Heil-Wein? Sieg Heil ist aber mit Sicherheit verboten. Ja, das ist alles verboten bei uns. Du kannst doch nicht hier bei uns Führerwein kaufen. Der heißt anders. Ja. Aber was ist denn die Greife?
Was ich nicht begreife, ist, Italien ist doch EU, demokratisch, genau wie Türkei. Und Griechenland ist doch nicht in der EU. Nee, aber auch Beitrittsland, also Kandidat. Auch nicht Kandidat. Wieso? Nein, Kandidat sind so Slowenien und Litauen. Polen und so weiter, ja. Ja, aber nee, die Türkei ist. Das heißt, wenn ich in der EU frei reise, ja, kann ich doch ohne Grenzkontrolle mittlerweile alles, ja, mitnehmen, was es überall zu kaufen gibt. Ja, klar. Und das ist ein offener Supermarkt? Ja, natürlich, es ist ein ganz normaler Supermarkt. Das ist auch, da steht nicht drüber jetzt. Das ist aber schon sehr merkwürdig. Ich hoffe, du kommst aus dem Urlaub zurück und die Nachbarn sehen, wie du Führerwein aus dem Auto lädst. Ja, weiß das unsere Bundesregierung? Ja, ich hoffe, sie wird jetzt aufgerüttelt. Ich finde das schlimm. Findest du das nicht auch schlimm? Dass man in Italien einfach Führerwein kaufen kann? Ja, ich begreife es überhaupt nicht, wer da angesprochen werden soll. Also ich meine, Weinkenner oder Verehrer eines untergegangenen Regimes? Wahrscheinlich. Wissen Sie es? Stellen Sie mal das Glas ab, bitte. Noch mehr Urlaubsfotos von dir? Nö, naja, das war's. Also ich kann noch kurz hier, doch, die, ich habe noch entdeckt, das ist zum Beispiel sowas, was du nee, lass mich nicht ausreden, also ich wollte sagen, noch mehr Urlaubsfotos auf unserer Homepage. Ach so, ja, genau, ja, nee, stimmt. Aber zeig mir das eine noch, zeig das eine noch. Zeig es doch noch. Also hier, sowas steht zum Beispiel auf der Biennale. Das ist jetzt von Ron Mück. Der ist 5 Meter groß, der Junge. Also da oben ist das Dach, ja, und ja, der ist 5 Meter groß. Da hängen keine Bilder, sowas steht da. Ist das eine Figur? Ja. Faszinierend, ne? Das ist großartig. Das ist natürlich eine ungeheure Palette zwischen Führerwein und solchen Installationen. Ich glaube, dass Hitler gar keinen Alkohol getrunken hat. Ja. Ich habe mal ein wissenschaftliches Buch gelesen und da stand drin, Hitler, da waren die Krankheiten von Hitler analysiert, hätte sich so viel Zucker in den Tee gegeben, in die Tasse, dass kein Tee mehr reingepasst hat. Und alle saßen drumherum und keiner hat sich getraut zu sagen, mein Führer, passt kein Tee mehr rein. Das ist ja nicht zum Taufen, diese Brühe. Okay. Das wird für Gesprächsstoff sorgen, diese Fotos. Ja, hoffentlich wird das verboten, auch in Italien. Wir können uns nicht in die inneren Angelegenheiten von italienischen Supermärkten einmischen. Nein. Das ist ja nicht Österreich. So. Unser erster Gast heute Abend, eine hinreißend attraktive Frau, sieht stolzen Mutterfreunden entgegen. Absolutes Topmodel. Herzlich willkommen, Emma Schöberg. Dürfen wir wissen, wann es soweit ist? Wann kommt dein Baby? Ja, hoffentlich Anfang Dezember. Anfang, das heißt, das, ja, sind jetzt noch September, Oktober, November, ja, also ist das 6. Monat. Ja. Ja. Geht alles gut? Alles soweit geht's gut. Ich wachse, ich bin größer, ja, und größer. Das hier finde ich toll. Die größere Oberweite. Mein Freund hat gesagt, können wir das behalten hier oben? Und nur Kamera bitte von hier runter. Ja, aber das ist, wir sehen das natürlich mütterlich, ja, diese Brust, die sich normal bei einer Frau vergrößert während der Schwangerschaft, genau, weil ja später gestillt wird. Du wirst auch stillen? Ja, ich will stillen. Stillen, ja, ja, genau, sicher. Wenn das geht, man weiß ja niemals, es gibt ja, ja, manchmal Probleme damit. Ja, Komplikationen hat und so weiter, aber ja, wenn es geht, ist ja es natürlich sicher gut, bis, ja, zum Schulanfang das eigentlich für das. Oh, das finde ich ein bisschen. Ja, aber hier als Schweden, ihr seid doch natürlich. Nein, und sozusagen so. Ja, aber nicht so natürlich. Nee, aber ist das der Eindruck, ich habe das Eindruck immer, die Schweden gehen ein bisschen lockerer. So, gerade mit Erotik und mit Sexualität. Oder ist es ein Klischee? Ich glaube, das ist ein Klischee. Ja? Ja, leider. Ich finde, viel mehr als ich in Deutschland bin, dann diese, ich sage immer, wenn ich so gearbeitet habe, dann ein Abend in Karlsruhe auf dem Hotel, so, immer so ein deutscher Porno-Kanal. Ja. Gibt es viele. Hast du nicht so oft in Schweden. Hast du mich schon mal gesehen? Ja, ja, sicher. Was macht man dann in Karlsruhe nachts? Ja, was macht eine Frau wie du in Karlsruhe?
Entschuldigung? Was macht eine so tolle Frau wie du in Karlsruhe? Nein, jetzt nicht mehr so. Ich habe so Kunden gehabt, also zum Fotografieren so. Aha, in Karlsruhe? In Karlsruhe. Ja? Ja. Draußen im Freien, im Schwarzwald? Oder? Nein, im Studio. Das ist so. Ein Fotograf da, der hat ein Studio in Karlsruhe. Ja. Jetzt hast du gerade ein bisschen Urlaub gemacht? Ja. In Italien? In Italien. Wo in Italien? Erst ein kleines Insel, Panarea, draußen von Sizilien. Ah, das ist ganz im Süden? Ganz im Süden. Ja. Die Äolische Inseln. Ganz schön. Stromboli, ja. Vulkano. Das muss traumhaft sein. Super. Ist es ganz nicht sehr schön. Heiß? Panarea ist so ein kleines Insel, gibt es ja. Keine Autos. Und super schön. Und da kommt man mit der Fähre rüber? Ja, von Sizilien. Und dann waren wir ein paar Tage in Sizilien. Beim Etna. Als jetzt der Ausbruch war? Ja, ja, so schlimm. Wirklich? Ja, so wie, es hat geschneit, es war schwarz, geschneit, das Flughafen war geschlossen, konnte nicht nach Hause. Ja. Hat man da keine Angst? Ich fand es faszinierend, diese Lava zu sehen. Und, aber es war schön, da meine Mutter hat angerufen und gesagt, wann kommt ihr nach Hause? Bitte jetzt, habe ich Angst gehabt. Wie ist es dann? Ist dann alles voll bedeckt mit Asche? Oder? Ja, wir sind ja zum Restaurant, ins Restaurant gelaufen und wirklich so in den Mund gehabt und in die Augen und ganz schlimm. Also im Auto so ganz schwarz. Und es war ja doch überraschend, oder? Ich meine, Experten konnten das vielleicht voraussagen, aber ich meine, für einen normalen Touristen? Ja, wir haben gefragt, also im Hotel, also was machen wir eigentlich, wenn es wirklich passiert etwas, also explodiert? Rufen Sie uns an? Ah nein, das gibt nicht, das passiert überhaupt nichts. Ja, ich habe bitte, was machen Sie? Rufen Sie uns an oder lassen Sie einfach das Hotel? Ja. Nein, aber das passiert überhaupt nicht. Und nächsten Tag, ja, doch, wir würden ihn anrufen. Es ist zum ersten Mal passiert, wir waren auch über das. Ja, genau. Aber schon, es ist gut gegangen. Wir sind nach Hause gekommen. Zum Glück. Schön. Ja. Zum Glück. Wie ist das? Natürlich kein Alkohol als Schwangere? Nein, kein Schnaps. Hart für dich als Schwedin? Nein, überhaupt nicht. Aber ihr habt doch immer diese Feiern da mit Sonnenwend und wie heißt es? Mitnacht? Midsommer. Midsommer. Und jetzt kommt die Crayfish, Krebse, weißt du, diese kleinen Krebsen? Ja. Die man zu fischen im See und dann hat man auch wieder Schnaps und kleine Hütchen und singen wieder. Ja, und du kannst mitmachen? Ja, ohne Alkohol dann. Aber es macht nicht so viel Spaß. Ja, das glaube ich, weil ich habe das mal festgestellt, wenn man selber nichts trinkt und ringsrum wird alles so immer mehr so ein bisschen betrunken, dann ist es irgendwie sehr, sehr merkwürdig. Ja, man versteht, wie blöd man, also ich habe mich ich sehe die anderen und so, bin ich so doof und so blöd? Ich soll aufhören, trinken, das ist besser. Es kommt darauf an, manche Menschen werden ja auch richtig sympathisch oder sind überhaupt nur im Suff erträglich. Ja, ja, das stimmt. Aber in so einem Fall ist es dann wahrscheinlich schwierig, aber diese Zeit geht ja zu Ende. Genau, aber ich finde es ganz gut, schwanger zu sein, weil man kriegt diese, wie man sagt, Hormonen. Ja. Und alles ist ganz normal. Man möchte sowieso nicht trinken. Und Das ist zum Körper so eingerichtet, der Körper sagt, kein Alkohol. Fantastisch, wie das läuft. Willst du weiterarbeiten, wenn dein Baby da ist? Also ich weiß nicht, jetzt habe ich ja studiert, diese Frühling. Und nicht das finde ich toll, was? Literaturwissenschaft. In Schweden? In Stockholm, Universität, ja. Und etwas ganz anderes gemacht und ich habe es so interessant gefunden, etwas anderes zu machen. Also mit dem Kopf arbeiten ein bisschen mehr. Ja, aber das steht mir wahnsinnig interessant. Verträgst du deine Brille, wenn du in der Bücherei sitzt und so blätterst? Ich muss Brillen haben, wenn ich lese. Das sieht auch bestimmt wahnsinnig sexy aus, oder? Und da hängt doch allen Professoren und Kommilitonen die Zunge so raus. Hast du da hinten Emma gesehen? Oh. Oder? Und du blätterst Nein. Was muss man da lesen bei Literaturgeschichte? Also die ersten zwei Punkte, also der erste Termin, Semester sagt man nicht, da muss man ja gründlich, vom Antik bis Modernismus. Ja. Und ja, viele über Goethe und Schiller und Sturm und Drang und weiß ich alles. Unsere deutschen Dichter, die hier kaum noch gelesen werden. Frühromantiker, ganz wichtig. Wirklich? Und am Anfang, dieses erste Semester ist ganz groß, würde ich sagen. Und dann, normalerweise wollte ich ja jetzt weitermachen, aber ich werde das nicht... Kleine Babypause. Keine Zeit gehabt haben, so die Kurse fertig zu machen. So, das werde ich nachher machen dann. Noch, ich möchte gern noch ein Jahr... Also das Studium wieder aufnehmen. Mm. Und mit Model ist ganz Schluss? Nein, ich arbeite immer noch, wenn das geht und wenn es Zeit gibt. Aber ich habe gedacht, man muss auch auf etwas Neues fokussieren. Man kann nicht bleiben. Ich bin ja jetzt 33 Jahre alt und muss weitermachen. Mit noch mehr Kindern? Noch mehr Kinder. Ja. Das finde ich toll. Eine große Familie? Ja, warum nicht? Habt ihr ein Haus irgendwo in Schweden? Nein, eine Wohnung. Wir möchten gerne ein kleines Haus so irgendwo draußen auf dem Land kaufen. Ja. Aber
immer noch in der Stadt bleiben. Ich bin nicht so. Ach so, ja. Ja, wir Deutschen haben immer so die Vorstellung, Schwedenkinder ist so Bullabü. Ja, ja, Wochenende war ich schon. Aber, ja, aber nicht so. Das sind nur die Deutschen, die irgendwie mit Mücken zu Hause. Mücken gibt's. Ich möchte lieber so ein bisschen in der Stadt bleiben. Und ja. Dann Wochenende. Aber schon in Stockholm, ja? Ja. Ist es eine lebhafte Stadt? Tolle Stadt, tolle Stadt. Nicht so groß, aber ganz schön. Ja. Kriegt dann alles dort, also vom Kulturleben, ja, und Konzerten und so. Aber immer noch nur 2 Millionen Leute. Geht. Reicht doch. Ja, reicht doch. Ja. Und nicht zerstört. Und so wie in Deutschland, viele Städte sind so vom Krieg zerstört. Ganz schön. Immer. Gut, aber wir haben es wieder aufgebaut. Noch schöner zum Teil. Alles klar. Ja, okay. Und wie ist das, wenn du, drehst du noch Filme? Ja, also Luc Besson hat mich gerade angerufen für Taxi 3. Wirklich, ja? Das heißt Taxi 1, Taxi 2? 1, 2, ja? Und jetzt machen wir, ja, Taxi 3 in Paris im Herbst. Ja. Also schwanger drehst du das? Ja, er hat das Skript geändert. So, dass du als Schwanger da, ja, mitspielen kannst. Das ist nicht so viel Arbeit für mich, aber schon gut, macht Spaß, warum nicht? Ja klar, ja. Und wenn das geht? Das ist ja im Grunde, vielleicht kann er dich dann nur so zeigen, so wie Marlon, ja, Brando, ich, weißt du? Wie, noch einmal gesagt, vom hier, ja, Push-up BH, ja, toll. Weißt du schon, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird? Nein. Willst du auch nicht wissen? Nein, oder? Ist egal. Ja. Ganz egal. Hauptsache gesund. Für ein kleines Helmut oder Harald. Was wirklich? Nein. Harald ist ja eigentlich so, Harald ist, glaube ich, ein norwegischer Name. Ha, ist es? Ja, ja, stimmt. Ein schöner Name. Du willst du einen deutschen Namen? Herr Heinz oder sowas? Oder Helmut? Nein. Dietmar. Hans. Dietmar. Nein. Nein. Das muss schon so. Emma, Hans und, ja, ja, aber Wolfgang, das muss eben so Lasse oder Ole. Lasse oder Ulle. Ja. Oder Paar oder so etwas. Nein, wir wissen, ja, das ist auch ein schöner Name. Wir wissen überhaupt nicht jetzt. Lasst alles auf uns zukommen. Ja, ja, wir machen so. Alles Gute. Danke vielmals. Ich drücke die Daumen, dass es alles gut geht und bis zum nächsten Mal. Danke vielmals. Danke dir, meine Liebe. Tschüss. Danke. Immer schön, meine Damen und Herren, gleich Markus Schulze.